Das Wesen der Demokratie. Nicht die Regierung durch das Volk, sondern der Kompromiss derjenigen, die das Volk regieren. Das ist das eigentliche Herz der Demokratie. Das haben die Deutschen nicht so ganz verstanden bisher. Sie halten für Demokratie, wenn sie Adenauer gewählt haben, oder sie haben Brandt gewählt, oder sie haben Schröder gewählt, oder sie haben später Kohl gewählt, oder Schmidt. Es macht keinen Unterschied. Was sie auch, was sie ungerne begriffen haben und am liebsten nicht ganz begreifen wollen, ist die Tatsache, dass mit der Ausnahme Adenauers keiner von denen alleine regieren konnte. Dass alle Koalitionen brauchten. Ja. Und dass Koalition bedeutet, Kompromisse zu schließen. Und das verstehe ich bei dieser Vielfalt von neuen Angeboten, die da sind, ist natürlich ein Stück schwieriger herzustellen. Trotzdem haben Sie auf charmante Art und Weise meine Frage nicht beantwortet. Welche Frage? Nach Per Steinbrück, als ich gefragt habe, weil Sie ja vor einigen Monaten, als Sie auch das Buch mit ihm zusammen gemacht haben, haben Sie gesagt, er kann es. Warum haben sich bisher noch nicht so viele dieser Meinung angeschlossen? Was macht er noch nicht so ganz geschickt, um es harmonisch im Sinne Chinas zu fragen? So? Ja, das ist eine Frage, die geht über meinen Verstand hinaus. Ich bin dazu zu alt. Herr Schmidt, so kenne ich Sie aber gar nicht. Na, ja, ich werde langsam immer weiser. Ja, Sie haben Hoffnung, dass das noch was wird. Ich bewundere Herrn Schmidt wirklich sehr. Und Herr Schmidt betrachtet die Welt und das Land manchmal immer mit dritten Augen. Ja. Nicht so links, nicht so rechts. Und versuche immer objektiv diese ganzen Weltsache zu analysieren. Sowohl China und aus Amerika. Und ich glaube, ich habe großen Respekt vor ihm. Und darum habe ich ihm gesagt, er ist mein Vorbild. Weil er wirklich die ganze Welt ganz ruhig, ganz objektiv versucht zu analysieren. Ja. Aber solche Sachen, er kann nicht antworten. Das ist auch ganz, ich verstehe auch. Manchmal ist es so kompliziert. Mit einem Satz ist es schwer zu antworten. Herr Kuhn, das ist, verstehe das, dass Sie jetzt da Herrn Schmidt beistehen. Er hat ja Ihr Leben auch verändert, müssen Sie das, haben Sie mir vor der Sendung gesagt. Ohne die Begegnung mit Herrn Schmidt hätten Sie sich gar nicht wieder Ihrem eigenen Land so zugewandt. Ja. Was war denn dieser Punkt, den Sie da hat anders denken lassen? Ich war sehr emotional. Als ich war verletzt. Ja, als ich China verlassen habe. Ich glaube, das Land möchte ich nie mehr zurückkehren. Das war Ihre Meinung damals? Das war meine Meinung. Das Kulturrevolution hat mich wirklich unheimlich verletzt. Ja. Und einmal, das habe ich im Interview mit Herrn Schmidt über China gesprochen. Und er war so ruhig und durch seine dritten Augen, diese ganzen Mädchen, diese historische Blick analysiert, dass die Entwicklung Chinas ist, manchmal kann er auch verstehen. Und Herr Guan, dass Sie müssen auch so verstehen, aber nicht so emotional. Und da habe ich gemerkt, Wahnsinn. Und so ein großer Politiker, das für mich wirklich von meiner Augen ist, ein großer Mann, und erzählt mir ganz ruhig, dass wie kann man wirklich die Welt richtig objektiv betrachten. Mhm. Darunter bewundere ich ihn und er hat mir wirklich sehr viel gemacht. Das heißt, Sie haben dadurch durch dieses Gespräch mit Herrn Schmidt wieder ein bisschen Frieden geschlossen mit China, was vorher gar nicht möglich war. Ich habe jetzt in dem Buch auch, in dem neuen Buch von Helmut Schmidt, man merkt, dass an vielen Stellen, dass da auch ein Stück Bilanz gezogen wird. Also wenn man so viele Jahre Politik gemacht hat, Herr Schmidt, gibt es so einen Punkt, wo man denkt, ach, es wiederholt sich doch alles? Gibt es auch manchmal so ein Gefühl von Vergeblichkeit? Weder wiederholt sich alles, noch ist alles vergeblich. Mhm. Diese beiden Erkenntnisse sind mir nicht zuteil geworden. Tatsächlich hat sich die Welt in meiner Lebenszeit gewaltig verändert. Die Menschheit ist innerhalb eines einzigen Jahrhunderts viermal so stark, so zahlreich geworden. Das hat es in der ganzen Weltgeschichte, in der ganzen Menschheitsgeschichte noch niemals gegeben. Eine Explosion der Welt, der Menschheit,
von 1,5 Milliarden auf 6 Milliarden. Gleichzeitig ein unglaublicher technologischer Fortschritt. Wir haben das Auto, das Flugzeug, die Atombombe und wir haben den Computer. Und wir haben die Satelliten oben im Weltraum, die miteinander die Computer verbinden. Es gibt keine nationale Volkswirtschaft mehr, so wie noch vor 200 Jahren. Es gibt keine nationale Volkswirtschaft mehr, so wie vor 50 Jahren. Die Chinesen hängen ab von der Konjunktur der Welt. Genauso wie die Deutschen davon abhängen, genauso wie die Amerikaner davon abhängen. Alles hängt miteinander zusammen. Das ist eine andere Welt, ganz anders als zu meiner Zeit. Und sie wird sich weiterhin verändern. Wenn die Menschen gelassen bleiben, haben wir Glück gehabt. Es gibt in dem Buch eine sehr berührende Stelle. Also es geht mal wieder um Harry Lee, ihren Freund. Der fragt sie selbst nach ihrer größten Niederlage. Und sie sagen, das wäre der Tod von Hans-Martin Schleyer gewesen, 1977. Am letzten Freitag haben sie für Verdienste ums Gemeinwesen den Hans-Martin Schleyer-Preis bekommen. Was bedeutet Ihnen das, diese Auszeichnung? Es hat mich sehr berührt, die Tatsache, dass Hans Eberhard Schleyer mir diesen Preis angetragen hat. Denn ich fühlte mich ohne eigene Schuld, gleichwohl in der Schuld an seinem Tode. Ich nicht allein, auch die übrigen Personen, die damals in dem Ausschuss beteiligt waren, zum Beispiel der damalige Oppositionsführer Herr Kohl oder sein Adlatus Herr Strauß. Wir waren vor der Notwendigkeit gestanden, 90 Leben zu retten, die in einem Flugzeug saßen, das entführt worden war von den Terroristen und dabei die Wahrscheinlichkeit des Todes von Hans-Martin Schleyer in Kauf zu nehmen. Wir hätten auch scheitern können, indem die 90 Toten in die Luft gesprengt werden. Und mit die 90 Personen, es hätten mit 90 Toten geendet. Und trotzdem hätten sie Herrn Schleyer umgebracht. Es war eine, im griechischen Sinne des Wortes, eine echte Tragödie, ein echtes Trauerspiel. Und nun kommt der Sohn nach bald 30 oder 35 Jahren und bietet mir die Hand zur Versöhnung und ich habe sie gerne ergriffen. Der älteste Sohn von Hans-Martin Schleyer. Bekommen Versöhnung, Vergebung im Alter ein anderes Gewicht, Herr Schmidt? Kann so sein. Ich weiß, dass Sie gerade in der Genesis lesen. Warum beschäftigen Sie sich mit 94 Jahren mit der Schöpfungsgeschichte? Das ist ein paar Tage her. Inzwischen bin ich bei anderer Lektüre gelandet. Aber trotzdem, was hat Sie daran so gepackt und interessiert? Ja. Es haben mich einige Details interessiert. Zum Beispiel, dass der Mensch dort zweimal auf die Welt kommt. Und Sie waren von nur einmal ja ausgegangen. Ja. 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 Der Kinderglaube hat sich in mir festgesetzt. Ja. Ja. Nein, inzwischen habe ich das Gilgamesch gelesen und nun inzwischen bin ich bei Homer. Was hat Sie zu Homer geführt? Man kann ja sagen, eher zurückgeführt. Ich gehe davon aus, dass Sie in jungen Jahren Homer auch gelesen haben. Ja.
Ich habe die Angewohnheit, abends ins Bücherfach zu greifen. Und das, was ich zufällig erwische, ach so, zum Lesestoff zu machen. Sie gehen da gar nicht thematisch ran und sagen, ne, was mich heute anspringt, was ich mir heute aus dem Regal ziehe, das ist mein Thema. So ist es. Hat es bei Homer noch eine neue Erkenntnis jetzt gegeben? Das weiß ich noch nicht. Ich bin noch nicht sehr weit. Ich bin noch in der ersten Hälfte der Odyssee. Also, ich werde es heute Abend zu Ende lesen. Oh gut, das wird noch eine schöne Strecke. Gibt es Pläne bei Ihnen für die nächsten Wochen, Monate, was Reisen betrifft? Ich habe keine Reisepläne mehr. Mhm. Das heißt, Sie haben sich in Singapur auch von Harry Lee verabschiedet. Ja, er weiß, dass es das letzte Mal war. Mhm. Was mir leid getan hat, ist, dass ich Deng Xiaoping nicht noch mal sehen konnte. Mhm. Der war aber schon lange tot. Immerhin habe ich Zhu Rongji erlebt, dessen Verdienst um das Zustandebringen dieses Aufschwungs, des ökonomischen Aufschwungs in China, ist einmalig. Ja. Eine Glanzleistung. Mhm. Und eine wichtige Beziehungsperson in dem deutsch-chinesischen Verhältnis, das Sie damals mit ihm unternommen haben. Gibt es noch andere Ecken der Welt, wo Sie gern Lebewohl sagen würden? Ein Mann fehlt mir sehr. Den haben seine Terroristen umgebracht. Das war der Ägypter Anwalt Sadat. Von dem kann ich mich nicht mehr verabschieden. Vielleicht mache ich noch mal eine Reise nach Moskau, aber das ist es dann. Herr Schmidt, ich bedanke mich sehr, dass Sie heute bei uns waren und Herrn Kuan mitgebracht haben. Auf die Art und Weise haben wir ein paar ganz neue Geschichten in diesem hanseatisch-chinesischen Verhältnis erfahren. Und dafür nochmal herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Und Herr Schmidt, wenn Sie wiederkommen möchten, Sie sind immer herzlich eingeladen. Bedanke mich sehr. Ja.